Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Am nächsten Mal haben wir den hiesigen Kreis hier mit der Wüste abgeschlossen. Die Wüste war relativ kurz, aber traurig war es trotzdem mit Pierre. Eine Aufgabe zu bekommen und dann wiederzukommen, nur um zu sehen, dass er tot ist. Und ja, wir haben noch einige Einträge vom letzten Mal. Ich würde sagen, wir lesen zuallererst den Akteur. Okay, mit der Reihenfolge liege ich offenbar komplett falsch. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich die richtig zuordnen soll. Offenbar war der Petrak die Nummer 10. Ja. Der Petrage. Der Lokalmatador im Kreis des Wankelmuts. Ein gewisser jemand hat ihn dazu abkommandiert, unzählige Steingolems zu verfluchen und sie zu ewiger Knechtschaft zu verurteilen. Was für ein Fiesling. Ja, und ich würde mal sagen, da meine beiden Kameraden auf unseren Schultern so lange nichts mehr vorgelesen haben, dürfen sie jetzt tatsächlich hier mal die ganzen Einträge jetzt machen. Also wünsche ich mal den beiden auf meinen Schultern viel Spaß dabei. Yay, endlich darf ich wieder was vorlesen. Das ist ein Drachenschleim. Diese Schleime stammen von Drachen ab und sind zu Recht stolz auf ihre Odem-Angriffe. Tatsächlich bevorzugen sie es, ihr Steak selbst zu grillen, selbst wenn sie in den edelsten Restaurants speisen. Als nächstes der Holzhacker. Hierbei handelt es sich um Kobolde, die in höllischen Gehölzen hausen, sie streifen durch die Welt und sehen Setzlinge, bekommen aber oft Heimweh und vergießen Tränen im Schatten von Sträuchern. Was für eine arme kleine Kreatur. Als nächstes der lustig aussehende Yeti-Git. Diese Yetis hassen die Kälte so sehr, dass sie ihre verschneite Heimat gegen sengenden Sand eingetauscht haben. Ihr einst weißes Fell wurde von der Sonne goldbraun gebacken. Oh Mann, muss ich mal wieder was vorlesen? Ich hatte doch stundenschönen Urlaub. Hier haben wir als erstes den Frostnebel. Diese Kreaturen verkörpern knackige Kälte in Wolkenform. Ihr arktischer Atem lässt alles und jeden bis ins Innerste gefrieren. Hier kommt mal ein cooles Monster. Das ist die Teufelsart. Verklumpungen von Geistern, die diverse Mörder und Banditen enthalten. Sie greifen Abenteurer in der Hoffnung an, ihrer grausigen Gemeinschaft weitere Seen hinzuzufügen. So, das war's auch schon an Einträgen. Shining, du bist wieder dran. So, hier sind wir jetzt bei Dr. Helix Helix. Mal gespannt, was er so rausgefunden hat. Almighty and ever-merciful goddess, guide this creature to a new stage of evolution. Awaken. Behold, the secret of evolution. Oh my goodness. A human now, and a real heart club to boot. Thanks, Doctor. You have my eternal gratitude. My dream came true. Ah, warms the cockles, does it not? The effect is hardly permanent, though. Do not forget. Now you have witnessed it, my boy. The secret of evolution. All I needed to do was supplement the technique brought to me by the demon known as Balzac with even more magic. I'll teach you to perform the act as well. Why not try it out on your village's animals? However, do not think that the secret of evolution has been fully perfected, my boy. In order to draw forth its full potential, we require the armlet of transmutation from the human world. Goodness! You mean this is not all it can do? Greetings! My name is Healy, and you must be
the Manslayer. There was a human warrior I traveled with for a while. A real bruiser he was. But I don't know where he is anymore. By the way, I heard you were a monster wrangler. I think I might have something that could help. It's a very precious memento from my human friend. I'll give it to you next time I see you. Oh, I shouldn't be wasting slime. I need to find my friend while I'm still a human. Alle gucken nur verwirrt den Slimer an, der jetzt ein Mensch ist. Ja, da können wir ja hingehen. Salutations! Huh? You need the Armlet of Transmutation from somewhere in the human world. Just leave it to me. You might not think it, but I have a diverse circle of acquaintances. I consider this a good chance to finally repay you for saving Rose. Well, see you soon. Okay, wir können jetzt wieder frei irgendwo hinreisen. Ich würde mal sagen, bevor wir jetzt hier in einen weiteren Rang Nadirias gehen, gehen wir tatsächlich mal zurück ins Kyloseum und gucken mal, wie weit wir da mal kommen können momentan. Dann mal schauen, bis zu welchem Rang wir es schaffen. Do you want to enter? Ja, da will ich probieren. Ich sehe einen Königsschleim. Allow me to introduce the new challengers for the Molosseum's Category D tournament. First up, it's the silver-haired superstar who's the talk of the town, the Cryptic Kid. Wir schaffen das schon. Party, party, oozy, pudding like and stutty. The indomitable Gooey Louie. Uff, Metallschleimritter. Our first match is about to start. On your marks, get set. Pow! Das könnte unangenehm werden. Muss einfach an unser Team glauben. Ich hab nichts gesagt. We have a winner! The Cryptic Kid! Just how far can he go? Can he ever be stopped? Raise the roof for the Cryptic Kid! Next, he faces the delusional undead idealist, who's literally flogging a dead horse. Zombie Hote! Was ist denn das da für ein Ding? Ich meine damit die Qualle. Get ready for match two! On your marks, get set! Wenn das Kolosseum gleich übrigens mal aus dem Bild. Eine Knochenqualle. Um Beschleunigung. V
Vor allen Dingen, er ist eh als letzter dran. Das zweite Mal Quetsch war unnötig. That was unreal. The Cryptic Kid triumphs once again. What a victory. I've never seen a battle quite like that. His next opponent will bite your arm off for a chance to bite your arm off. Misshape. Have you caught your breath yet? Because it's time for the final showdown. Ich hab ein gutes Gefühl. On your marks, get set, go. Wie man das schon. Der eine hat Insta-Boing. Heil mal eben kurz. Der Rest ist mir Wumpe. Den Energiestups hättest du früher machen können. Okay, einer weniger in unserem Team. Mach mal, dass er keine Magie nutzt. Quetsch geht durch Boing durch. Das wissen wir ja schon. Wir könnten eventuell auch an C schaffen. The category D champion is the Platinum Stallion with his own monster battalion, the Cryptic Kid. Let's hear it. Also sobald meine Gegner irgendwie Beugen nutzen, ne, werden meine Kameraden zu vollkommen Idioten. Ein Steinreichmacher. Na gut, probieren wir noch Rang 10, ne? Rang C können wir noch schaffen, aber nicht Rang B. It's time for the Molosseum's Category C Tournament to begin! And now to introduce our competitors. First up! We have the talented, the triumphant, the taciturn, Cryptic Kid! His opponent hails from Hell's most horrifying hollows, but he still pays heed to your happiness. It's the well-being. Da ist eine blutige Hand. Our first bout is set to begin. On your marks, get set. Kill! Angriff! Show no m- so, das wieder zurückgeändert. Legt los. Easy. Okay, vielleicht könnten wir B doch schaffen. Our first winner today
He's reliable, undeniable, with a pedigree. Also wenn dann C schon so einfach ist, dann müsste B eigentlich auch easy sein. His next opponent is a mad machine made to mutilate, break, eliminate and then exterminate. Killatron! Was ist denn das für ein Cyberschleim? It's time for our second match. On your marks. Der heißt auch Cyberschleim. Eigentlich das Beste, was du machen kannst, ist Energiestups. Grip. That was a battle to remember. And here's our winner, the Cryptic Kid! You cannot take your eyes off him for a split second. Blink at your peril! His final opponent comes straight from a savage circus where blood soaks the sawdust in side-splitting hilarity. I give you... Giggles! Who will reign victorious in this, the deciding matchup? On your marks, get set. Kill! Dann belieben wir mal. Ein Clownschleim, der sieht lustig aus. Finde ich jetzt nicht sonderlich nett. Oh ja, Quetsch. Gute Entscheidung. Sehr gute Entscheidung. Ah, komm, da können wir doch noch am nächsten Rang versuchen. The silent protagonist of the Mauliseum, the Cryptic Kid! A round of applause, please! That was a glorious victory! Farnsbrich Flüssigmetall. Oh, damit kann ich einen richtig viel XP geben. Do you want to enter? Na gut, versuchen wir uns noch am B, aber vorher ändere ich was. Um Gottes Willen, was steht denn da für ein Monster? The wait is over. It's time for the Mauliseum's Category B competition. Who are today's challengers? Wer sind die heutigen Opfer, meinst du wohl? Is a name on everybody's lips. The leading light of monster battles, the Cryptic Kid! He faces a putrid participant with a predilection for pernicious poisons. So ist eine Frau? Also ein Weibchen? Der in der Mitte macht mir Angst. Our first match is about to commence. On your marks, get set, go! Der tote Drache. Vertrauen wir auf unser Team. Au! Warum boostest du nicht? Was einen Job? Einen.
You had one job. Ja, hilf. Ja, so viel dazu, ne? Ich sagte ja bei B, sehe ich uns nicht so wirklich. Für B sind wir noch viel zu schwach und unser Team viel zu dumm. Alter, er sollte nur Energiestups machen und er greift lieber an. Na gut, ne? Einmal kurz im Turm von Rosenbühl nach oben. Zoom. So, sind dann jetzt hier oben schon mal. Und da es ja offenbar doch irgendwo egal ist, wo ich zuerst lang gehe, ich verstehe die Reihenfolge nicht so wirklich, können wir den Kreis der Eroberung im mittleren Rang ja doch eher machen, ne? Ne, warte, nicht der Kreis der Eroberung, Kreis des Zorns. Da, den können wir dann ruhig doch machen. Ich meine, jetzt blicke ich generell nicht mehr durch die Reihenfolge durch. Also, hier war die 11, beziehungsweise der letzte von denen. Und hier war die 10. Nach Stärke sortiert eventuell. Ja, haben die Reihenfolge dann halt einfach wischiwaschi. Müssen ja eh hier nur noch zwei weitere Kreise abschließen und dann sind wir auch schon wieder beim nächsten Storypunkt, der auf jeden Fall wichtig ist. Also ich meine es in der Hinsicht hier, dass wir dann wahrscheinlich den nächsten Kreis bekommen oder was sehr Wichtiges in der Geschichte passieren wird. Ist meine Vermutung, ich weiß es nicht. Ich gucke keinen anderen Let's Plays hierzu. Und ich informiere mich auch nicht. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Beim nächsten Mal gehen wir hier durch den Kreis der Zerstörung. Machen hier den Lokalmatador dann fertig. Bis dahin sage ich mal ciao und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Abo und ein Like da lassen, ne? Und damit sage ich dann ciao.